Ja, moin, liebe Leute, ich bin es wieder, der Drachenritter, hier mit einem neuen Video auf meinem Kanal und ja, meine Freunde, heute hier nicht mit einem allzu langen Video, denn im Hintergrund seht ihr heute mal wieder ein richtig krasses Gameplay von mir und zwar eine 107 Sekunden nuklearen Hardcore, kann man sich auf jeden Fall mal gönnen mit der Razorback, richtig geile Spawn-Getrapper eigentlich, obwohl ich eigentlich der Supporter in der Runde war, aber es sind trotzdem bei mir gespawnt, deswegen fand ich es eigentlich relativ nice, das Gameplay, denn ich war halt immer bei uns im Spawn, damit die anderen eigentlich Spawn-Trappen konnten, aber hin und wieder sind welche hinten gespawnt und ja, in der Runde war es auf jeden Fall richtig krass, wie ich die dann gewaved habe. Und ja, meine Freunde, heute habe ich natürlich auch kein besonderes Thema für so ein kurzes Video eingepackt. Deswegen dachte ich, ich unterstütze einfach mal einen Clan-Kollegen. Und zwar hat er vor nicht allzu langer Zeit angefangen mit Controller-Modding. Also er stellt halt so eigene Controller mit Scuffs, also sogenannte Scuffs halt mit Pellets hin dran und so weiter. Dass sie halt dieselbe Funktion haben wie ein Scuff und designt sie auch so ein bisschen. Und ist auf jeden Fall richtig nice und ich feiere sowas extrem. Und deswegen dachte ich mir, komm, ich unterstütze ihn jetzt ein bisschen. Ich habe ihn auch mal bei meiner PSN-Community. Wer nicht weiß, was das ist, das gibt er bei PlayStation zu den Communities, habe ich ihn auch oben mit verlinkt und ja, keine Ahnung, ich feiere halt sowas, deswegen dachte ich mir, komm, ich unterstütze ihn mal ein bisschen, ihr könnt auf jeden Fall bei ihm vorbeischauen, könnt auch schreiben, dass er von mir kommt, wäre auf jeden Fall richtig nice, aber würde sich bestimmt auch freuen, ich natürlich auch, wenn ich wüsste, dass ich damit auch was ein bisschen was erreicht habe, er kann auch so modden, ja, also wenn ihr einen Analog Ohr braucht, in jedem COD kann er euch machen und ja, wie gesagt, also PlayStation das Ganze und er macht auch PS4 Scuffs, also Scuffs, also Custom Controller halt sozusagen und wenn ihr da Bock drauf habt, so ein Controller ist, glaube ich, nicht allzu teuer, kann man da auch mal vorbeischauen, er kann auch ganz normal einfach nur mit Pedals machen, denn das lohnt sich auf jeden Fall, Leute, wenn ihr nur einen Controller wollt mit Pedals, ist das wirklich günstiger, als sich einen Scuff zu holen, also schaut auf jeden Fall bei ihm vorbei, ich verlinke euch mal seine Seiten und könnt ihr bei beiden anschreiben, einmal seine Scuff-Seiten, einmal seinen privater Facebook-Account, könnt euch bei beiden melden und ja, Leute, das war's von mir, abonnieren und liken nicht vergessen und haut rein und ciao! What I mean to say is y'all ain't been about the dream. Even back in high school, y'all weren't really about the team. To those who were, you know I know. And your support means everything. About to prove...